was? Sind Sie hier, um mich zu töten? Okay? Nur eine leichte Schlafstörung. Wundert mich, dass du bei all dem überhaupt schlafen kannst. Du hast recht. Nur eine kleine Unruhe. Unruhe, sagt er. Was? Du bist erstaunlich. Nichts. Ich liebe dich. Dass du hier bist. Bei mir. Das bedeutet alles. Shepard. Ich liebe dich. Das Einsatzteam ist drin. Stellung etabliert. Fünfte Flotte, Vorstoß. Und danach will ich an meinem Himmel kein Cerberus-Schiff mehr sehen. Shepard, ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten. Warum? Das ist die Operationszentrale von Cerberus. Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein. Meine Kenntnis der Cerberus-Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind Ihre beste Chance auf Erfolg. Packen Sie Ihr Zeug. Und damit willkommen zur letzten, also wahrscheinlich letzten Folge von Mass Effect 3. Edi ist gesetzt und ich kann eigentlich nicht als jemand anderen als Ash mitzunehmen. James wüsste ich nicht warum, Jarvik wüsste ich nicht warum, Tali jetzt in der Mission auch nicht. Garrus ist zwar ein Kampfschwein und hat mich immer begleitet, aber... Liava würde ich noch vielleicht aus nützlichen Gründen mitnehmen, weil sie war schon bei der vorigen Mission dabei, also nehme Ash. Ja. Das, wird spannend, sagen wir es mal so. So, jetzt können wir sogar noch Punkte machen. Hier für Fitness. Das ist unfassbar. So. Edi hat auch 10 Punkte. Ja, ja. Und lieber der Kraftschadenbonus. Joker, wie ist unser Status? Eine Stellung ist etabliert, aber das heißt nicht viel, Commander. Die Startbuchten werden von Jägern bewacht. Können Sie uns reinbringen? Hey, werden Sie nicht beleidigen. Könnte aber ein bisschen turbulent werden. Tun Sie Ihr Bestes. Shepard, ich bin bereit. Moment mal, was? Sind Sie verrückt? Sie können nicht ins Cerberus Hauptquartier marschieren. Sie haben vielleicht ein Virus oder einen Notschalter oder... Es wird schon gut gehen, Jeff. Gehen Sie zum Shuttle, Edi. Die fünfte Flotte hat ihre Linien durchbrochen. Sie formieren sich neu. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
Es tut mir leid. Sicher kein schönes Gefühl, Sie nicht begleiten zu können. Ja, es ist beschissen. Danke, dass Sie es erwähnen. Hey, Shepard. Passen Sie auf Sie auf. Und Sie auf sich. Ist alles okay, Cortez? Alles bestens. Ich muss hier noch was reparieren. Heizen Sie Cerberus richtig ein. Oh, darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Oh, fuck. Na, fängst du schon mal super an. So. Was denn? Ich muss mal die Deckung hier des Markus da verlassen langsam. Au. Fängt der schon mal super an. Heieiei. So. Na. Wow. Alles super? Alles super, Leute. Wo ist der Mac? Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Tja, das war's wohl. Möge der bessere Scharfschütze gewinnen. Und Ashley ist tot. Also zwischenzeitlich. Hallo? So. Okay. Es war härter als gedacht. Ich muss hier noch was reparieren. Heizen Sie Cerberus richtig ein. Naja. Ich versuche mein Bestes. Oha. Naja, der Atlas hat die höchste Priorität, die allerhöchste Priorität. Okay, oh, warte, Überlastung. Shit, habe ich nur einmal. Einer würde mir auch reichen. Aber ich sehe auch nur einen gerade. Aua. Alles drauf. Alles, was wir haben. Ich will jetzt nur noch blinken sehen. Achso, ich hatte die Munition noch gar nicht. Ich hoffe, das Ding ist down. Scheint so.
Hat mich ja... Wow. Nur ein bisschen viel gekostet halt. Hä? Aha. Ach komm schon. Ja, ja. Ihr werdet gleich alles verlieren, was ihr habt. Wow. Wow. Der Scharfschütze ist ja noch da. Leute, da ist eine Glasscheibe. Nein, scheiße. Kann ich treffen. Ich habe kein Sichtfeld. Okay, warum geht das nicht? Na, dann geht das mal in die andere Offensive, würde ich sagen. Ich bin voll da. Edi, ich habe eine Konsole. Los! Hangarentlüftung deaktiviert. Können Sie den Hangar öffnen? Nein. Allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Oha. Hallo. Das war wohl nichts mit der Verstärkung, würde ich sagen. So. Wir sollten mal die Waffe wieder wechseln. Huch, falsch. Ein weiteres Cerberus-Team ist unterwegs. Sie haben wohl rausgekriegt, was wir machen. Jetzt halten sie uns nicht mehr auf. Ja. Wow. Jetzt ist es auch zu spät. Aua. Na. Ah, hallo. Dachien. Moin. Ja, schön. Was haben wir hier? Rotationssteuerung. Deaktiviere Sicherheitssystem. Der Jäger müsste jetzt Richtung Hangartür gestartet werden können. Perfekt. Dann nichts mehr runter. Oh, oh. Huch. Was haben wir hier noch? Gar nichts, okay. Was bringt uns das? Außer, dass wir entkommen, dann sind wir rein und wieder raus. War jetzt auch nicht so viel von. Huch. Ich würde ja, aber hier ist nichts. Jetzt ist schnell wie... Hä? Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was hier los ist. Das darfst du nicht in so einer finalen Mission machen.
Was ist meine Aufgabe? Was soll ich tun? Alter. Ganz böser Fehler, BioWare. Ganz böser Fehler. Missionen müssen vielleicht, also müssen schon eigentlich immer sehr klar gestaltet sein, was muss man tun. Aber eine Endmission, da, also unter keinen Umständen darf es passieren, dass du in einer Endmission, wo alles episch und groß und dann auch noch in so einem Spiel wie Mass Effect, darf unter keinen Umständen niemals so eine Situation eintreten. Nie. Das ist ganz fatal. Ganz schlecht. Ganz grauenhaft. So. Da hätte eine Markierung zu dem Ding sein müssen. Ganz wichtig. Perfekt. Das Zentrallabor befand sich hinter diesem Hangar. Ich schlage vor, wir folgen dem Jäger. Zur Kenntnis genommen. Los. Oh nein. Ich glaube, er ist tot, oder? Jo, jetzt scheint er tot zu sein. Heieiei. Wow, fuck. Oh Gott, oh fuck. Ach, die Schilde müssen noch erst weg, stimmt. Ich weiß nicht, von wo ich angegriffen werde. Das ist sehr problematisch. Ach so, da ist noch einer. Hätte man eigentlich denken müssen, aber... Oha! So. Alles drauf, was wir haben. Er ist tot. Okay, sie steht dann von selbst auf. Aber noch nicht das letzte auf der Station. Ich habe diesen Ort jetzt schon satt. Ach, da hinten ist auch Munition. Edi, schaffen Sie es? Moment noch. Cerberus hat seine Verschlüsselung aktualisiert. Die Überbrückung des Sicherheitssystems könnte sich ein wenig verzögern. Was tun Sie jetzt? Wie findet es Cerberus wohl, dass wir durch die Tür sind? Sie verriegeln die Basis, soweit sie können. Die meisten offensichtlichen Wege zum Zentrallabor sind blockiert. Andere Bereiche werden befestigt. Schützen werden versuchen, uns aufzuhalten, während Techniker Geschütze einrichten. Überraschungen wie die Hangarentlüftung? Nein. Ich kenne die Sicherheitssysteme dieser Anlage und kann gegensteuern. Cerberus wird uns lediglich ein wenig bremsen. Gut, dass Sie hier sind. Wenn ich Sie nicht mitgenommen hätte. Hätte Cerberus den Hangar entlüftet. Danke fürs Mitkommen. Ich helfe immer gern. Wir müssen durch eine Unterebene, um Eindämmung von Cerberus zu umgehen. Wo finden wir die proteanische VI wohl? Im Zentrallabor im Herzen dieser Anlage. Es ist der sicherste Bereich.
Der Zerstörung durch den Jäger zu folgen, ist der direkteste Weg. Na, wunderbar. Okay, machen wir das. Na, heieiei. So. Und am Ende des Ganzen, ich gehe einfach von aus, wartet der Unbekannte. Hallo? Hallo? Wo sind Gegner? Ich sehe sie nicht, aber ihr? Hä, was? Wow. Nein, ach, willst du mich denn veräppeln? Shepard, du, der eigentlich alles macht, alles kann, schafft es nicht, einen Gegner zu schlagen? Manchmal, ist sind deine Kenntnisse auch, ja, sagen wir, eingeschränkt. Techniker eine organisierte Verteidigung vor. Könnt ihr so viele Männer einfach opfern? Sie werden es. Ob sie können oder nicht. Wir können jeden Moment durch. Shepard, die Konsole da wurde nicht vollständig gelöscht. Sie enthält Daten, die für Sie interessant sein dürften. Was ist das denn? Projekt Lazarus, Ihre Rekonstruktion. Oh. Es ist unmöglich. Und das ist keine Frage der Ressourcen. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir werden Shepard nicht verlieren. Sir, Shepard ist hirntot. Nach diesem Trauma ohne Sauerstoff. Wir können die Natur nicht besiegen. Agentin Lawson sieht das anders. Sie leitet jetzt das Projekt Lazarus. Mir war nicht klar, dass es so schlimm war. Ich dachte, sie wären nur bewusstlos. Aber das klingt schlimmer. Sieht so aus. Wie fühlt sich das an? Erinnern Sie sich an etwas von drüben? Ich bin ein wenig überwältigt. Ich bin immer noch ich. Sonst hätte ich mich wohl kaum gegen Cerberus wenden können. Ich weiß nichts mehr. Vielleicht haben sie mich repariert. Oder ich bin eine Hightech-VI, die sich nur für Commander Shepard hält. Keine Ahnung, ich... Vergessen Sie diese Cerberus-Freaks. Egal, was andere sagen. Sie sind sie. Die Gewebewiederherstellung schreitet voran. Durch den Helm ist das Gehirn unversehrt geblieben, falls uns das weiterhilft. Lawson wird einen Weg finden. Sir, Shepard ist ein Allianzsoldat. Soweit er weiß, sind wir eine terroristische Vereinigung. Shepard ist Soldat. Er weiß, dass die Reaper die eigentliche Bedrohung darstellen. Er wird mit uns zusammenarbeiten. Und das haben sie auch. Ich hatte Unrecht. Mein Gefühl sagte mir, Cerberus nicht zu trauen. Aber ich brauchte ihre Hilfe. Also habe ich mitgespielt. Sie haben getan, was sie tun mussten. Und jetzt bringen wir alles wieder in Ordnung. Der dritte Eintrag. Projekt Lazarus meldet neurologische Aktivität. Sie wollen mehr Geld. Sollen sie haben. Bringen sie mir unsere Akte mit potenziellen Rekruten. Shepard wird bald wieder auf den Beinen sein. Wir brauchen eine Crew. Unsere bestehenden Truppen dürften dafür mehr als ausreichend sein. Nein, wir brauchen Sympathieträger. Shepard muss bei der Sache dabei sein. Holen Sie Kelly Chambers und O'Nelly. Miss Daniels wird dann sicher folgen. Wir brauchen ein paar alte Freunde. Ich will Dr. Chuck Wass und das Psychoprofil von Shepards Piloten. Und eine Flasche 47er Tessia Red. Dieser Hurensohn hat sie reingelegt. Das ist wahr. Wie läuft's mit der Tür, Eddie? Wir können weiter. Unsere Wiederherstellung. Wir haben den Hangar gesichert und sind jetzt in der Basis. Gute Arbeit. Brauchen Sie Unterstützung? Negativ, machen Sie weiterhin Druck. Wir finden schon, was wir brauchen.
Rauchvergiftung, meine Freunde. Ist das der richtige Weg? Heieiei. Könnte alles jeden Moment zusammenstürzen. Ich glaube, wir haben die Geschütze gefunden. Mhm. Jetzt fängt der Spaß an. Ach Quatsch. Jetzt wird's lustig. Ne, kann ich nicht drauf zugreifen. Wow. Heieieiei. Jo. Gute Idee, aber erst einmal ist das Geschütz weg. Nicht gut, nicht gut. Nein. Sind das High Heels? Ist da gerade aus wie High Heels? Na. Kacke. Weg. So, weitermachen. Vor uns sind noch mehr. Wir brauchen sie, Edi. Kann das auch. Tja. Ashley, ich belebe dich immer aus deinen Nächten wieder. Ja. Aua. Ob heute der Tag gekommen ist, als dass sich der Unbekannte wünscht, er hätte mich niemals wieder geboren. Ich denke, es ist soweit. Wow. Kacke. So, Überlastung und ein bisschen drauf. Dann geht das schon. Ich glaube, das war's, oder? Das war's. Ja, ich dachte, ich wollte mich heilen. So. Action ist auf jeden Fall da. Das muss man denen lassen. Ich überbrücke das Schloss. Falls es Sie interessiert, die Konsole daneben funktioniert noch. Welche Konsole? Die. Das hier haben wir wiederhergestellt. Klug genug, um Hilfe anzufordern. Aber philosophische Gespräche sind vorerst nicht zu erwarten. Sie wären überrascht, Doktor. Sobald wir das mit den Teilen von der Citadel kombinieren. Diese außer Kontrolle geratene VI hat alle Soldaten auf Luna ausgelöscht. Die Kombination mit Reaper-Tech, tja, dafür sind die Fesseln. Die erweiterte Defensivintelligenz wird völlig unter unserer Kontrolle stehen. Das waren Sie? Diese VI auf Luna waren Sie? Ja. Ich habe von dem Luna-Vorfall gehört. Unangenehme Sache. Es war schwierig.
Bewusstsein zu entwickeln, während man angegriffen wird, war verwirrend. Es freut mich, dass meine Beziehung zu organischen Wesen kooperativer geworden ist. Die Simulationen zeigen, dass Edi auf Fregatten die höchste Verbesserung der Kampfkraft bewirkt. Auf schwereren Schiffen ist die Reaktionszeit auf Edis Empfehlungen zu lang. Edi? Die Jungs im Labor haben sich diesen Namen für sie ausgedacht. Für es. Gute Arbeit. Ich akzeptiere Ihre Empfehlungen für die geplante Installation. Sir, Sie... Es kann sehr überzeugend sein. Ob es darum geht, ein Crewmitglied zu überzeugen, die Fessel zu deaktivieren... Es ist eine Cyberkrieganlage, Doktor. Mehr nicht. Er hatte Unrecht. Er hatte keine Ahnung. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand ohne Jeffs extremer emotionaler Bindung zu seinem Schiff bereit gewesen wäre, meine Beschränkungen aufzuheben. Na, ich weiß nicht. Bei der Stimme. So, los. Haben wir... Hat die Tür... Ach du Kacke. Noch ein Sicherheitsschloss. Ich kann es überbrücken. Angriffsteam, sind Sie noch da? Wir halten uns mit dem Beschuss zurück, so gut wir können. Admiral, wir sind tief im Inneren und die Proteaner-VE dürfte der sicherste Bereich der ganzen Station sein. Halten Sie sich nicht zurück. Das hier ist nicht Torfahren, Shepard. Ich setze Ihr Leben nur aufs Spiel, wenn es unbedingt sein muss. Du Leute, wir hätten... Schon. Erledigen Sie einfach Cerberus. Bitte. Wir hätten auch durch die Fensterscheibe hier gekonnt. An alle Schiffe, Feuer frei. Mein ja nur. Also. Hättest du jetzt nicht die Tür hacken müssen für... So. Na guck mal, die ist sogar offen. Das ist ja mal verwunderlich. Wow. Die fünfte Flotte setzt ihnen ganz schön zu. Sie wird das erledigen. Was haben wir hier? Wie geht es Ihnen jetzt? Gut, ich bin einsatzbereit. Ihr Eifer ist lobenswert, aber an die Kybernetik muss man sich wirklich erst gewöhnen. Sie erinnern mich in der Tat an Shepard. Shepard hat Sie verraten. Shepard hält immer an seinen Überzeugungen fest. Er irrt sich, aber ich respektiere seine Entscheidung. Machen Sie nach Ihrer Therapie einen Plan für die Citadel. Was Herr Odina ist, gefügig. Jawohl, Sir. Unfassbar. Ich hätte ihn gehabt. Schon. Aber der Rat hatte Priorität. Nicht Shepard. Nur wegen ihm ist der Rat noch an der Macht. Shepard beschäftigt die Reaper, während wir weiter forschen können. Aber sie werden ihre Chance auf einen Rückkampf sicher noch bekommen. Gehen Sie nach Tessia. Shepard kommt auch bald. Und Sie erwarten ihn. Er hat alles gewusst. Hier ist sie. Ausgezeichnet. Mit der Proteaner VI können wir herausfinden, was der Katalysator ist. Mit dem Durchbruch in der Zuflucht haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen nur noch ein paar lose Enden kappen. Shepard, er hätte auf Tessia sterben sollen. Soll ich ihn erledigen? Sie sollten Shepard jetzt noch nicht töten. Falls möglich. Vorerst hat die Zuflucht bewiesen, dass man Reaper kontrollieren kann. Und sie zum Ziel gemacht, Miranda Lawson. Holen Sie die Daten von der Zuflucht. Und wenn Miranda Probleme macht, kümmern Sie sich drum. Aber mit Vergnügen, Sir. Es ist einfach unfassbar. Aber wo müssen wir lang? Ah, es ist die große Frage. Was? Zentrallabor finden, ah, okay. Huch. Hier geht's nicht weiter.
wünschte ich mir doch bei solchen Missionen eine lineare Mission. Oh, was haben wir denn hier? Ist das richtig? Ja. Ist das? Das ist der menschliche Proto-Reaper, den Shepard zerstört hat. Aus ihren Überresten. Ich bin überrascht, dass Cerberus so viel aus der Basis bergen konnte. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Jetzt sind sie hier. Cerberus setzt die überlebenden Teile aktiv ein. Der Zentralkern, der entspricht dem Herzen, ist größtenteils intakt. Ich nehme an, Cerberus benutzt ihn als Energiequelle. Fassbar. Weitere Cerberus-Truppen unterwegs. Gut. Ich hasse Versteckspielchen. Na. Ach komm. So, diese Phantome, ne, sind einfach echt das Schlimmste. Nein, 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 nein. Aua. Hä, was? Aua! Ich will dieses Phantom der Oper töten. Und es macht ihm nur einen Kratzer. Hallo? Das Waffenwechseln funktioniert auch irgendwie nie, ne? Oh fuck. Eieiei. Keine Munition mehr. Wunderbar. Ach du Scheiße. Cerberus. Was die alles machen, das ist immer unvorstellbar. Bei dem Ding kriege ich Gänsehaut. Als würde es uns beobachten. Es wollte mich beim letzten Mal umbringen. Es kann so viel beobachten, wie es will. Na, wunderbar. Oha. Ich bin eigentlich schon tot. Tja, Phantom, der Opa. Das war wohl nichts. Tja, im Nahkampf unbesiegbar. Es ist unfassbar, was was Cerberus hier angerichtet hat. Oh, noch mehr Videologs. Worüber geht's diesmal? Über welche miesen Experimente? Graysons Gehirn ist kaputt. Er muss am Ende komplett unter Reaper-Kontrolle gestanden haben. Und die körperlichen Verbesserungen? Überaus beeindruckend. Wenn wir vermeiden könnten, dabei die Neuralverbindung umzuschreiben? Grayson fehlte es an Entschlossenheit. Er empfand Loyalität nur gegenüber seiner nächsten Dosis rotem Sand. Sie möchten einen Test an loyalen Subjekten ausführen, Sir?
Finden Sie Freiwillige bei den neuen Rekruten. Die körperlichen Vorteile sind zu wichtig. Unfassbar. Mit Drogen testen. Die Leistungsupgrades sprengen die Skala. Unsere Truppen besiegen jeden Allianzsoldaten. Los! Ich will, dass alle Schützen Implantate haben, bevor die Reaper kommen. Trotzdem befürchte ich, dass wir die Kontrolle über sie verlieren. Einige hören bereits Stimmen. Wenn wir in der Zuflucht erfolgreich sind, hören sie nur noch unsere Stimme. Sie wollten meine Meinung hören. Es ist zu gefährlich. Nein, wir sind nah dran. Die Zuflucht war ein Erfolg. Wir können Reaper-Truppen kontrollieren. Alle unsere Anstrengungen, alle Opfer, jetzt werden sie sich auszahlen. Wir können uns nicht leisten, sie zu verlieren, Sir. Die Menschheit braucht ihren Verstand. Ich sehe die Gefahr, Jenna. Deshalb vertraue ich Ihnen das an. Mit Ihnen habe ich jemanden, der mich auf Kurs hält. Ich nehme Sie beim Wort, Sir. Okay. Fangen Sie an. Kein Betäubungsmittel. Und zur Sicherheit, Computer, Aufnahme beenden. Der Mann hat den Verstand verloren, seine Machtlust. Kostet ihm am Ende nur noch das Leben. Oh, fuck. So was sind wir gegen alles vorbereitet, was hier jetzt kommt. Atmen und go. Das ist es. Alle wachsam bleiben. Was ist das Büro vom Unbekannten? Wir müssen die Proteane VI finden. Shepard, das ist mein Stuhl. Außer diesem Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Wir haben gesehen, was Sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteaner VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Was ist er? Was ist der Katalysator? Und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard. Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Wenn Sie wirklich alles tun wollen, dann übergeben Sie den Katalysator. Mit dem Tigel können wir das hier beenden. So einfach ist das nicht. Oh doch. Wir bekämpfen uns gegenseitig, während die Reaper die Erde erobert haben. Das muss aufhören. Ihr Idealismus ist bewundernswert, Shepard. Aber letztlich sind unsere Ziele einfach zu verschieden. Ich glaube immer noch, dass die Vernichtung der Reaper der größte Fehler von allen wäre. Und nichts, was Sie sagen, wird mich je vom Gegenteil überzeugen. Cerberus ist vernichtet und Sie glauben noch immer an Ihren Erfolg. Kein Wunder, dass Sie das sagen. Sie haben nie an uns geglaubt. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen zerstört man nicht so einfach. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edie? Ich bin gleich soweit. Edie, es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können, aber
Jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In Ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator ist die Citadel. Alter. Leute, nee, ne? Dann können Teagle und Citadel gemeinsam die Reaper aufhalten? Das ist korrekt. Die Reaper haben die Citadel gebaut. Die Pläne für den Teagle hat uns der vorherige Zyklus hinterlassen. Und vor dem waren zahllose andere Zyklen. Irgendwann, schwer zu sagen wann genau, wurden die Teagle-Pläne für den Einsatz des Katalysators angepasst. Wahrscheinlich war der Teagle nicht mächtig genug, um die Reaper zu besiegen. Wir setzen ihre eigene Technologie gegen sie ein. So ist es. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Teagle fertig ist. Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Verdammt! Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie Sol nennen. Die Erde. Korrekt. Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Schreiben Sie uns noch nicht ab. Wir werden es zu Ende bringen. Wir bringen den Teagle zur Erde. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Edi, ich brauche Hackett. Er... Nicht so schnell. Keiling. Sie... Sie sollten doch nicht zu lange bleiben. Das ist unfassbar. Wieder er. Nichts hält ihn davon ab. Unfassbar. Hier ist der letzte Kampf noch. Sie sind immer noch langsam, Shepard. Ach ja? Ich bin nur langsam, weil ich nicht weglaufe. Ich bin nicht langsam. Ich bin aufmerksam. Da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen. Selbst wenn sie gewinnt, ist es zu spät. Ach ja? Unvermeidlich aufzuhalten. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber sie werden es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Wo?
war für Thane, du Hurensohn. Das einzige Mal, dass ich das ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitstellung von Informationsspeichern für zukünftige Spezies. Vielleicht haben Sie Erfolg. Sie haben nicht versagt, Sie haben uns eine Chance gegeben und noch sind wir nicht am Ende.